Seit fast 10 Jahren ist die Stadtrallye, der Stadterkennungswettbewerb des Lenauhauses, Tradition. In diesem Jahr gingen 35 Teams auf Spurensuche durch die Stadt. Bis 16 Uhr hatten die Teilnehmer Zeit, ihre Aufgabenblätter einzureichen. Die Stadtrallye hat eine unserer ehemaligen IFA-Kulturmanagerinnen erfunden und die Aufgaben zusammengestellt. Und seitdem sind 8 oder 9 Jahre vergangen und dieser Wettbewerb wurde zu einer Tradition hier in den Pecsar Gymnasien. Dieser Wettbewerb wird für 9., 10. und 11. Klasse vorbereitet und die Kinder kommen aus 5, 6 verschiedenen Gymnasien aus der Stadt und sie suchen nach deutschen und ungarndeutschen Spuren in der Innenstadt und dieses Jahr haben sich 35 Gruppen angemeldet, was uns natürlich sehr freut, weil wir ein bisschen in Sorge waren, ob dieses Jahr die Veranstaltung auch wieder so zahlreich starten kann. Wir waren ja über ein Jahr geschlossen. Das Lenauhaus hat eine Renovierung erfahren, aber anscheinend ist dieser Wettbewerb, diese Veranstaltung so beliebt, dass die Lehrer sofort die Schüler aktiviert haben. Also der Start ist hier am Infopult, wo jeder Gruppe also einmal Anwesenheitsliste unterschreibt und natürlich eine Einwilligung, dass man Fotos und Videos veröffentlichen darf über diese Veranstaltung und über die Teilnehmer. Und dann gibt es natürlich für jeden Teilnehmer auch ein bisschen was, also ein Frühstückchen, eine Kakaoschnecke und eine Flasche Wasser zum Mitnehmen und das Aufgabenheft, wo die ganzen Aufgaben drin sind. Das sind 16 Stationen insgesamt, verteilt in der historischen Altstadt, in der Innenstadt von Pécs. Und das Ziel ist dann wieder das Lenauhaus, wo sie die Heftchen abgeben. Und nach dem Korrigieren werden dann morgen die Preisträger bekannt gegeben, also die besten 3 Mannschaften, die meisten Punkte gesammelt haben. Die Stationen waren vom Lenauhaus bis zum Domplatz verstreut. Es gibt viele Schüler, die gerne zum Wettbewerb zurückkehren, obwohl es für sie nicht viel Neues in den Rätseln gibt. Einerseits gibt es keine neuen Spuren, die entdeckt werden können. Also die Gedenktafeln und die Gebäude oder die Denkmäler sind gleich, aber wir versuchen jedes Jahr auch neue kreative Aufgaben noch dazwischen zu schieben, sodass die Aufgaben immer abwechslungsreich sind. Natürlich, wenn jemand schon das 3. Mal dabei ist, der findet nur wenig neue Informationen, aber trotzdem ist das immer wieder erfreulich, wenn wir auch schon bekannte Gesichter im nächsten Jahr wieder hier antreffen können. Wenn man benimmt, dass in der 9. Klasse noch ganz viele Schüler sprachlich vielleicht nicht auf dem Niveau sind, dass sie alle Aufgaben gut verstehen oder die ganzen Informationen mitbekommen. Und dann versuchen sie im kommenden Jahr nochmal ihr Glück und kommen entweder in der 10. oder in der 11. Klasse nochmal. Und so bleiben auch diese Informationen viel mehr hängen sozusagen. Und wir hoffen, dass sie dann vielleicht in ihrem späteren Leben daraus profitieren können. Wer am Dienstag durch die Innenstadt spazierte, dem könnten die großen und kleinen Häufen von Schülern aufgefallen sein. Alle Gymnasien in 5 Kirchen, die Deutschunterricht anbieten, waren bei dem Wettbewerb vertreten. 9-esek vagyunk, és Koch Valériába jöttünk. 4-en vagyunk a csapatunkban, a nevünk a Divesten, és mi voltunk a vállalkozó szellemek, akik meg akarták méretetni magukat ezen a versenyen, és nyerni jöttünk. Most vagyunk a 2. feladatnál, és a feladatunk az, hogy a Pécsen az ilyen városban a helyeket meg kell adni, hogy 200 éve mik voltak a nevei németül. Ein wichtiges Ziel der Lenau-Verein ist es, junge Menschen an ungarische Traditionen und Kultur heranzuführen. Das ganze Jahr über werden Aktivitäten mit nationalem Bezug für alle Altersgruppen angeboten. Mitte November werden Kinder
der 5. und 6. Klasse zu einem Grimms Märchenwettbewerb eingeladen, bei dem sie die Geschichten spielerisch und mit interaktiven Übungen erarbeiten. Also Jugendliche finden es immer viel interessanter, wenn sie sich dabei bewegen dürfen, wenn das nicht in der Schule ist und kein Muss ist sozusagen, sondern ein lockerer Vormittag ist, wo sie in kleinen Gruppen zusammenarbeiten können mit Freunden, die sie selber auswählen dürfen und nicht von der Lehrerin angegeben wird, wer mit wem zusammenspielt oder den Wettbewerb mitmacht. Und ja, es ist dann auch immer wieder eine kreative Aufgabe dabei, wo sie, auch wenn sie sprachlich vielleicht nicht auf einem guten Niveau sind, aber trotzdem Spaß dabei haben können. Und ich denke, dass das für alle, wenn es nur ein, zwei neue Informationen sind, aber dass jeder was davon mitnehmen kann. Die diesjährigen Gewinnerteams wurden auf die Facebook-Seite der Verein bekannt gegeben.